Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir das Cooking Pot gebaut, uns ein bisschen umgeschaut hier in unserer Nähe, gemerkt, dass in unserer Nähe kaum Stuff ist für, also kaum solche Büsche. Weshalb ich entschieden habe, jetzt in der nächsten Folge mir diese ganzen Büsche da hinten zu holen. Alter, sind da viele, seht ihr das auf der Map? Und die dann hierher zu bringen. Denn das ist jetzt der Plan, genau. Ich habe ein bisschen was abgelegt. Ich hoffe, das reicht. Du hast hier nochmal weg. Das sind echt auch schon ganz schön viele teilweise. Also mittlerweile. Ich habe eigentlich alles dabei, was ich brauche, um Feuer zu machen und sowas. Und auf dem Weg dahin werde ich natürlich so ein bisschen weiter Sachen aufsammeln. Wa? Essen habe ich ganz wenig. Das könnte zum Problem werden, tatsächlich. Jetzt mal hier einfach so ein bisschen was. Und das hier bringt mir tatsächlich keinen Hunger, sondern einfach nur Leben. Trotzdem gut. Ich würde sagen, ich beeile mich mal ein bisschen damit, darüber zu laufen und diesen Scheiß zu machen. Da hinten habe ich auch, da sind ja Kaninchenfelder, ne? Vielleicht kann ich die Nacht da hinten einfach mal chillen, die nächste Nacht, und mir die Kaninchenfelder da holen. Was kann ich damit eigentlich machen? Ich hole die mir mal einfach so, ich habe keine Schippe jetzt. Heu. Okay. Toll, kann ich bestimmt auch ganz tolle Sachen machen. Ich muss mir auf jeden Fall eine Schippe bauen, ne? Zack. Oh, da hinten ist schon mal so ein Ding. Oh Gott. Oh lol, wenn ich da rumlaufe. Das sind solche Tentakeln. Ich will da nicht hinwalken. Jetzt muss ich da vorbei. Okay, ich mache mal einen großen Bogen darum. Ah, sind schon wieder diese scheiß Spinnen, ne? Könnte ausrasten, die ist echt überall. Okay, da kommen jetzt ganz viele Büsche. Ja. Und die können wir uns alle schnappen. Das ist schon mal was echt Gutes. Oh, die sind auch nachgewachsen, kann das sein? Ja, sind die. Alter, sind da viele Büsche. So. Alter! Ey, das war unfair. Oh, das hat mich übel viel Leben gekostet. Holy shit. Ich habe noch 65 Leben. Das ist doch ein Scherz, oder nicht? Scheiße. Guck mal, wie der chillte. Scheiß Biene. Das war mies, ey. Ich habe doch da gerade nur diese das Zeug aufgehoben. Okay, ein Hase. Den müssen wir auch töten. Steuerung V ist dafür der richtige Befehl. Steuerung V. Ich bin aber zu schwach, wa? Oder meine Waffe ist nicht gut genug. Ich muss mir mal unbedingt die Waffe machen. Das habe ich voll vercheckt. Komm. Ah, er will nicht. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schippe ausrüsten. Nein, Schippe, ich habe zweimal gedrückt. Okay. So. Aufsammeln, aufsammeln. Wir brauchen eigentlich nichts anderes erstmal außer Essen. Ich werde, glaube ich, die Nacht erstmal hier bleiben. Ich brauche auch Blumen, weil die geben mir auch Leben wieder. Ich weiß nicht, wie ich die Schmetterlinge mir holen kann. Attack? Oh ja. Kann ich einfach angreifen. Störung fordern. Die bleiben einfach stehen irgendwann mal. Nein! Na, oh Gott, das ist natürlich fail. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Greifen mich jetzt alle an? Okay, ist schon wieder vorbei. Oben, nach oben will ich. Ich will zu den Kaninchen. Das ist natürlich doof, wenn man dann einfach alles grob in der Nähe angreift und dann die Falschen aus Versehen angreift. Okay. Komm her. Ne, ich nehme die Axt. Ich glaube, die macht mehr Damage. Ich glaube, dann kann ich die auch one-shotten. Okay. Ihr seht schon, ich bin mittlerweile gar nicht mal so schlecht da drin. Irgendwann klappt es halt von alleine, wa? Da jetzt. Ah, scheiße. Ich muss ihn wirklich zweimal schlagen, weil ich so schwach bin. Okay, alles klar. Zack, habe ich. Bin fast tot. Fast am Hungern. Am liebsten würde ich ja das. Ah, warte, hiermit kann ich mir Leben zurückholen, ja? Oh, das Leben ist ja echt krass. Okay, das ist wieder ein guter Tipp von Mr. Stormbart mit dem Leben gewesen. Ah, das Vieh da oben. Es wäre geil, wenn ich das noch bekommen würde. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ist echt weit weg, ne? Von da unten bis hier hin. Und der Tag ist nicht lang. Oh, okay, er ist weg von seinem Nest gegangen. Komm her. Nein? So? Komm. Und
Gleich sind alle wieder weg, wa? Jetzt wird es nämlich langsam Nacht. Ich hoffe, die Schmetterlinge bleiben noch. Das wäre ziemlich gut. Nein, selbst die gehen weg, oder wie? Komm, nimm sie. Bleiben die von alleine stehen oder hauen die ab? Die hauen auch ab. Will er aus dem Bild oder wo will der hin? Scheiße. Kriegst du in der Nacht noch hin, da schnell hinzulaufen zu meinem Cooking Pot, das zu kochen? Na, wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich sollte einfach hier bleiben, weitermachen. Ah, das ist, glaube ich, die beste Taktik jetzt. Und dann koche ich hier mir gleich einfach irgendwas. Okay, hier kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Da unten rechts sind aber noch Büsche. Und wenn es Nacht wird, mache ich mir mal was zu essen. Wenn ich es bis dahin aushalte. Die Schmetterling-Dinger haben echt ganz schön viel Leben gebracht, wa? Und am nächsten Tag sammle ich mal wieder ein bisschen. Oh, die. Abends kommen aber noch die, Birds kommen abends noch. Abends kommen die noch. Sind die wieder Bienen oder was höre ich hier? Ja, Bienen. Wie viel habe ich davon? 10 habe ich mittlerweile davon, okay. Zack. Hello Tree. Achso, ich habe was in den Baum angeklickt. Ich dachte schon, der sagt irgendwas von wegen Hunde kommen oder was. Ich glaube, kam wie bei der 7. Nachthunde. Ich weiß es nicht mehr. Wie viel habe ich noch? 14? Dann Seeds, die kann ich gleich auch schön essen. Was habe ich denn alles dabei? Ich habe ein paar Beeren. Ich habe ein bisschen was, das stimmt. Am liebsten würde ich das halt echt so gerne kochen alles. Aber das halte ich einfach nicht aus. Es sei denn, wenn ich halt verhungert. Oben sind mehr Büsche. Die Farm muss laufen, ey. Die scheiß Bärenfarm, die ich letztes Mal so gerne haben wollte, die werde ich mir dieses Mal erfüllen. Aber sowas von. Mit 1 Million Bären. Das wird so geil. Da oben ist noch mehr. Mehr davon. Gleich ist dunkel. 7 habe ich noch. Wo mache ich mir jetzt mein Lagerfeuer hin? Am besten in der Nähe von irgendwas, wo ich was machen kann, ne? Hier kann ich ein bisschen was machen. Außerdem muss ich jetzt echt mittlerweile machen. So, ich schön alle gucken. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht so viele. Ich will ja gar nicht alle essen. Nur, dass ich halt überlebe irgendwie. Vielleicht sogar die nächste Stufe erreiche. Okay, ich habe die nächste Stufe erreicht. Die nächste Stufe von Waffen. Ich glaube, es gibt noch eine höhere halt. Sag mal, das. Ich glaube, es gibt halt noch eine höhere. Weil der Wolfgang noch ein bisschen stärker wird. Hier kriege ich aber auch Holz raus, oder? Ja, geil. Auch wenn das nur so kleine Stämmchen sind, die da drin sind. So. Einmal brauche ich, glaube ich, noch für die Nacht. Habe ich eine Axt noch? Ja. Schippe habe ich nicht mehr. Keine gute auf jeden Fall. Kann ich das hier abbauen? Eigentlich schon, ne? Könnte ich machen. Ich glaube, der ist nicht böse auf mich dann. Und wenn, dann töte ich ihn, ne? Ich bin Wolfgang, das kriege ich aber locker hin. Wie kann ich das... Ah, man braucht einen Hammer dafür, ne? I'm not feeling so good. Komm, 2 bekommst du nochmal. So. Okay, wenn es gleich Tag wird, gehe ich da unten noch das eine, den einen Busch abholen. Ja. Und dann, hier irgendwo unten war einer noch. Warte, wo ist meine Schippe? Da. Ach, scheiße. Links. Und dann gehe ich auf Kaninchenjagd. Oh Mann, diese scheiß Lex, ey. Ich hoffe, dass ich nicht Probleme beim Rendern habe. Das wäre echt scheiße. Okay, unten. Hier sollten jetzt ein paar Kanickel sein. Und in meiner Form, die ich gerade bin, soll ich die eigentlich one-shotten. Kommen die nicht raus? Wo sind die denn? Ach, scheiße. Sind die nicht da, oder wie? Warum nicht? Weil gerade erst Tag geworden ist? Sind die verbuggt? Hm. Okay, viel wichtiger ist aber... Denke mal, ich habe hier erstmal alle Büsche. Ich brauche unbedingt Kacke. Jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich glaube, ich gehe da mal erstmal ein bisschen nach rechts noch.
Der Moment, wo ich diese Bisam-Dinger unbedingt brauche. Das ist jetzt. Ich meine, ich. Es geht mir eigentlich relativ gut. Ich habe 108 Essen. Aber ich brauche unbedingt diese Bisam-Dinger, die, die so viel Kacke produzieren. Und hier rechts habe ich noch gar nicht erkundet. Also hoffe ich, dass hier vielleicht nochmal so ein Feld kommt irgendwo. Am besten wäre es, wenn ich nach links gehe und da noch ein Feld wäre, was in meiner Nähe ist. Oh, hier ist ein Feld direkt. Komm, bitte, bitte. Mach mich glücklich. Hasen. Okay, mal hin. Scheiße. Jetzt one-shot ich die nicht mehr. Ah, das ist eklig. Scheiße. Oh Gott, hier sind Bisam-Kacke-Dinger. Yes. Yes. Okay. Da habe ich die richtige. Ein richtiges Gespür gehabt, da oben sind sie. Ey, ohne Scheiß, dieses Drecksvieh. Egal. Alter, ist das gut. Ey, das war's doch. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt Störung vordrücke und diese Drecksbisams angreife, dann bin ich tot. Die killen mich, glaube ich, einfach. Oh, die haben so viel Scheiße. Es läuft richtig gut. Jetzt sind wir auf den Stand, wo wir letztes Mal circa waren. Also, nach 9 Folgen. Das haben wir jetzt nach 3 Folgen jetzt schon erreicht. Alter, sind es hier viele Sachen. Hier will ich am liebsten ein Zwischencamp hinbauen. Nur um Kacke zu farmen. Okay, wo ist mehr Kacke? Mehr Kacke. Die sind gar nicht auf der Map eingezeichnet, oder? So. Frag mich, ob die wirklich reisen und weglaufen können. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die können nur in diesem Gebiet hier chillen. Und ich hoffe, dass die immer freundlich sind. Und nicht irgendwann sich einfach denken, die muss ich töten. Okay, okay. Mehr von denen hier? Da unten ist noch ein paar. Oh, Kacke. Ich frage mich, wie oft die kacken. Das sind Spinnen. Greifen die Spinnen auch an, wenn ich die angreife? Okay. Ich habe mir echt, dass ich mir keine Waffe gebaut habe, ist echt ein bisschen ärgerlich jetzt. Ey, man kriegt die nicht mehr so leicht irgendwie hier. Alter, guck dir jetzt an, wie viel Wiese hier einfach nur ist. Dann ist jemand gestorben. Ich hab Zweige verloren nur. Okay, nicht mehr, leider. Immerhin. So, da ist wieder Kacke. Erste Sahne. Noch so viele Häschen, ne? Ist echt krass, aber ich krieg die nicht mehr irgendwie. Irgendwie krieg ich die nicht mehr. Irgendwie zu schlecht für. Okay, hier links kann ich das noch abschließen. Damit hier das alles mal zu erkundet ist. Ja. Hier ist aber auch nichts mehr, aber. Ich habe ein bisschen was an Kacke. Wie viele Büsche habe ich? Ich habe 16 Büsche zu 13 Kacke. Also am liebsten hätte ich noch mehr Kacke, aber. Da ist noch mehr Kacke. Wie die immer so, hä? Das ist witzig. Boah, so viele Kaninchen, aber ich kann sie nicht töten. Na komm, gib mir noch einmal Kacke. Geh mal den Weg hier unten noch lang. Da ist noch einmal Kacke. Dann habe ich perfekt Kacke für meine Farm. Oh, da ist sogar noch mehr. Natürlich kann man nie genug haben von Kacke. Aber Kacke hätte ich, glaube ich, auch abends sammeln können, ne? Ich hätte vielleicht jetzt mich doch eher mehr auf Kaninchen konzentrieren sollen. Alter, das sind viel Kacke. Ich habe aber eigentlich Bock, in der Nacht richtig nach Hause zu laufen. Und dann Stuff zu kochen. Das schaffe ich, glaube ich, noch mit meinem Leben. Ah, nicht weglaufen. Ah, ist weg. Stromfahr. So. Es ist echt unmöglich, die Dinger zu treffen, ey. Ich habe ihn einmal getroffen, okay, okay. Komm, ich will 4 Fleisch. Ja. 4 Fleisch habe ich jetzt. Noch nichts vergammelt, alles klar. Scare-Time. Und nach Hause. Meine Güte, ich bin überrascht, wie effektiv ich bin. Ich habe 6 Berries. 4 Fleisch. Da habe ich noch ein paar Pentels. Ich regeneriere mich gleich, glaube ich, auch. Oh mein Kacke. Das kann ich natürlich auf dem Weg noch mitnehmen. Oh, jetzt darf ich nicht greedy werden. Ich muss sowieso nach oben für den Weg. Zack. Ein bisschen hiervon. Und ich muss Schmetterlinge muss ich Ausschau halten nach denen, weil die kann man relativ easy töten eigentlich. Zack. Da ist ein Loch. Und ein bisschen weiter oben ist dann der Weg. Den ich jetzt in der Nacht komplett durchsprinten muss. Ich habe noch eine Fackel. Ich habe noch eine Fackel. Und mit den Essen sollte das eigentlich gehen. Ich habe 50 Essen. Ich denke, das geht. Einfach den Weg folgen, oder? Der geht ganz nach unten. Bis nach unten.
Grob. Ja, grob. Da ist dann diese komische Schlaufe, die ich da gefunden habe. Die hat so ein bisschen verhindert. Boah, ich bin so froh, dass wir Bisams gefunden haben, ey. Boah, wir haben alles. Wir haben Bisams, wir haben Schweine. Wir haben hier ganz viele Häschen bei den Bisams. Ist leider ein bisschen weit entfernt. Aber vielleicht kann man irgendwann einen Teleporter bauen oder sowas. Man braucht schon so eine Nacht, um dahin zu kommen, bestimmt. Ist der richtige Weg, oder? Ja. 16 Büsche habe ich. Das darf mir jetzt nur nicht alles wieder abfackeln, wie in der letzten. Wie in der letzten. Beim letzten Leben. Aber hier kann ich einfach straight nach unten gehen. Da sollte ja auch der Weg kommen irgendwann mal. Und ich muss mir eine Waffe bauen. Darum muss ich denken. Ich brauche eine Waffe. Wo ist meine. Da. Ey, man drückt immer zweimal drauf, irgendwie aus Versehen. Wo ist denn hier der Weg? Nicht dick. Da links. Hallöchen. Haha. Es ist gleich direkt Nacht schon. Oh. Drecksvieh, ne? Weg, weg, weg. Oh, nice. Perfekt sind sie weggegangen. 33 Leben. Langsam wird es Nacht. Meine Gesundheit ist noch auf 200. Das ist wunderbar. Und hier ist der Weg. Ich frage mich, ob auf Steinweg. Ob ich auf Steinweg noch schneller laufe als auf normalen Weg. Also auf. Oh, warte. Zack. Nein. Hey, man drückt das immer aus Versehen zweimal. Da hier ist dieser dunkle Kackwald. Was ist echt denn hier? Achso, das war das Schweinchen. Irgendwas habe ich da laufen hören. Wie viel hat meine Fackel noch? 22. Komme ich damit nach Hause? Könnte knapp werden. Sollte mir vielleicht noch eine herstellen? 10%. Damit komme ich nicht nach Hause. So, die nimmt er dann von im Notfall ja von alleine. Das ist ja relativ praktisch immer. So. The light is gone. Okay, 20 Essen noch. Das haben wir aber ziemlich gut kalkuliert. Oh, nice. Ist schon wieder gewachsen. Holz habe ich, ja, habe ich. So, und das weglegen. Was, schon wieder Tag? Krass. Alter, wie schnell die nachwachsen. Das ist ja schon voll nice. Ich weiß, dass die im Winter gar nicht nachwachsen. Oder so gut wie gar nicht. Weshalb ich ein bisschen aufpassen sollte. So. Scheiße. Da muss ich mich so ein bisschen. Nein, ich kacke. Gott, kann er mal da bitte weggehen? Zack. Oh, ich sollte vielleicht erstmal kochen. Weil ich irgendwas mache, sollte ich vielleicht mal kochen. Das ist schon fast vergammelt. Egal. So, guck. Ja, ich bin fast am Sterben. Alles gut. Plant, komm, plant. Aber das ist so schwierig, irgendwas hier in dem Spiel zu planten. Ich glaube, ich hatte hier auch noch Beerenbüsche in meiner Nähe, oder? Die sind vielleicht jetzt auch wieder gewachsen. So. So, noch 10. Das habe ich sehr gut kalkuliert, ey. Eat. So, esse Sahne. Den muss ich nicht extra abbauen, den kann ich einfach so nehmen. Ne? Warum sollte ich die hier abbauen, ne? Das macht keinen Sinn. Ich finde es schade, dass die Schweine hier diesmal keine Bärenfarm hatten, ey. Hatten die einfach nicht, wa? Ist ein bisschen schade. Komm da rein tun. Und das hier. Guck. So. Das hier. Und plant. Ich muss echt aufpassen, dass mir die nicht irgendwie abbrennt, die Farm. Ich weiß nicht, ob ich alle richtig krass. Man muss die schon so nebeneinander machen, ne? Muss man nicht, aber. Ich habe echt keine Lust, dass das hier irgendwie verbrennt. Kacke, 20, ey. Alter Schwede. So. Ich glaube, da ist sie, Leute. Endlich. Nach der dritten Folge. Ey, ich habe das in 9 Folgen nicht hinbekommen, ne? Ich habe es in 9 Folgen nicht hinbekommen. Aber hier ist sie jetzt endlich. Eine scheiß fucking Bärenfarm. Zack. Erste Sahne. Habe ich noch mehr? Nee, habe ich nicht, oder? Glaube nicht. Meatballs. Das einzige. Wolfgang ist besser. Das einzige, was halt das Problem ist, dass ich immer diese Hasenfleisch eigentlich dafür brauche.
Ich glaube, ich kann kein Monsterfleisch nehmen. Das lässt er, glaube ich, nicht zu. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie irgendwas bekommen, was kaputt ist oder sowas. Also irgendwas Ekliges, was mir Malus bringt. Denke ich mal. Ich kann es natürlich mal ausprobieren. Aber ich denke, das bringt mir Malus. Das war's, oder? Ja. Zack. Oh, ich habe mehr von dem Zeug hier. Einfach Space drücken. Ach, es ist angenehm, so zu farmen. Die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Aber ich habe immerhin was erreicht. Oh, jetzt wachsen die alle krass. So. Mehr Meatballs. Ich brauche mehr Meatballs. Oh, ich habe gar nichts mehr davon. Oh, nehme ich den hier noch. Zack. Kacke. Zack. Esse ich einfach so. Und Meatballs. Zack. Habe ich hier noch irgendwas drin? Nein, da sind nur Gems drin, ne? Bei ihm hier? Monsterfleisch. Damit kann ich die füttern hier. Kacken die davon? Nö. Ich glaube, die werden davon aber verwandeln, die sich irgendwann, wenn die genug davon essen. Da sollte ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Boah, guckt euch die Farm hier schon an, ey. Habe ich auch relativ genug, wa? Zack, zack, zack. Okay. Holz habe ich tatsächlich relativ wenig wieder. So, das esse ich jetzt auch noch. I'm mighty. Ja, jetzt habe ich meine letzte Form wieder erreicht. Ich hoffe, ich regeneriere mich jetzt auch wieder. Alter, wie ich aussehe, ey. Jetzt können wir auf jeden Fall ordentlich Spinnen kloppen, wenn mir danach ist. So, ich würde sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Folge. Da hinten sehen wir noch mal eine schöne Farm. Eine Folge haben wir noch in der Session. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.